Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder da seid. So, jetzt hört ihr mich auch wieder ein bisschen besser. Und ja, wir sind weiter auf Alpha 7 und suchen Dinge. Genau. Bisschen höher, bitte. Bisschen höher. So. Da rappeln wieder die Kanönchen. Nochmal Satium. Und auch wieder klein. Okay. So, gucken wir mal. So. Und holen hier mal noch ein bisschen Zeug raus. So. Mal hier rüber. Machen hier das Loch schön groß, damit wir hier gut rein und rauskommen. So, das funktioniert einigermaßen. Mir fehlt noch so ein Abbaumodus, wo man sagt, ja, ich möchte nur die Voxel wegnehmen. Ähnlich wie das bei Space Engineers ist. So. Jetzt habe ich hier viel zu viel weggenommen. Aber hier nicht groß genug. So. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen. So, und da geht's dann langsam runter. Wir gehen wieder ins Cockpit. So. Okay, und da sind wir schon am Satium. Sehr schön. So. Immer noch nicht alles, was oben entlang ist. So, aber jetzt. Gucken wir mal. Jetzt werde ich hier auch alles rauskratzen. Ist noch ein bisschen was. Jawohl. Ist noch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Ah, hier ist auch noch was. Okay. So. So, hier mal ein bisschen, dass wir uns ein bisschen bewegen können. Und damit hier das Loch ein bisschen größer wird. So, und jetzt können wir hier noch
die Reste rausmachen. Hier noch ein bisschen. Und ich glaube, das war's. So. Ah, nein, da unten ist noch ein bisschen was. Ja. Jawohl. Ja, das war's jetzt aber. So. Machen wir hier ein bisschen Platz. Geht's hier raus. So. Okay, was läuft denn hier rum? Okay, wir pingen wieder. Okay, dann ist hier noch was. Ja, das ist relativ nah dran. Eisenerz. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Da ist eine Plasmadrohne. Uiuiuiui, okay. Pentaxid. Crash Sentinel Front, okay. Dann drehen wir ab. Und drehen hier rüber. Ah, es ist auch ein Eisenerzlager. Okay, da hinten sind wieder Kolonisten. Wir gucken mal auf die Karte. Ah, das ist die Drohne. Okay, dann fliegen wir mal hier weiter, würde ich sagen. So, schön nach Westen. Ja, da haben wir aber alles gut. Da ist noch was. Da scheint auch noch ein Poi zu sein. Okay, die Kolonie haben wir gerade entdeckt. Sehr schön. So, bei 600 Metern pingen wir nochmal. Unbekanntes Artefakt, okay. Das ist ein Herzlager. Okay. Ist das feindlich? Okay, wir schalten mal kurz die Geschütztürme aus. Drücken hier auf F. Holen uns alles, was hier in der Drohne ist. So, wieder zurück. Okay, wir sind bei 0,1 Rad im Körper.
Wir steigen hier wieder ein. Ah, nee, das geht nicht runter. Okay. Nee, es geht nicht runter. Drei. Oh. So. Drei. So, lala. Okay, das ist kein Eingang. Mach mal Licht an. Kein Eingang. Okay, da oben scheint es reinzugehen. Ja. Okay, aber hier. Hier ist nichts. Hier nochmal. Ne, da geht's nur da auf der Seite wieder raus. Okay. Uiuiuiui. Okay. So. Ah, immer auf den Po zielen. Wir laden nach. Und... Hoch, okay. Bin ich noch nicht mehr aufgekommen. Nee. Jetzt da. Okay. Dann schauen wir uns das an. Alles nehmen. Jawohl. Oh, da ist auch noch was drunter. Okay. So, nehmen wir mit. Und... Oh, da sind auch noch Dinge. Ah, okay, das ist das Ding hier. Generator klein nehmen wir mit. Okay, Xenosubstrat. Okay, wenn wir hier runter gehen. Weg. Okay, ist hier drunter vielleicht noch was? Nee. Okay. Ja, dann können wir schon wieder einsteigen. Wir sind bei 0,3. Nicht gut. Wir gucken ins Inventory und haben... wir haben eine ganze Menge schöner Dinge mitgenommen. So. Dann, Frachtbox 1. Du. Okay, Granatwerfer, das ist mal ein Statement. Lasergewehrzellen, okay. Gehen wir hier rein. Ja, das sind ordentlich die Titanplatten. Kobaltlegierung. Die gehärteten Stahlblöcke, den Zement. Mal das Kohlenstoffsubstrat kann, glaube ich... Halt, machen wir mal das noch hier rein. Dann hier Kohlenstoffsubstrat und Kühlschrank 1. Du. So. Ah, okay. Und die Nährlösung können wir hier auch auf jeden Fall mal reinpacken. Dann wir gucken hier auf die Karte und das ist dann die richtige Richtung, in die wir wollen. Jawohl.
So, wir gehen in die Außenansicht. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Wenn da ein Blitz... Alter Schwede, sieht das gut aus. Okay, wir gucken. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Wir gehen aber tatsächlich noch ein bisschen in die Richtung. So. So, und jetzt direkt nach Westen wieder. Da hinten haben wir einen Mondaufgang. Nee, ist das die Sonne? Ja, und wir könnten uns natürlich auch nochmal die Monde hier angucken. Okay, da ist auch noch eine Hitzesignatur. So. Und Siliziumerz, okay. Großes abgestürztes Raumschiff. Schauen wir uns das hier noch an. Pirates Outpost, okay. Da fliegen wir von weg. Lassen wir die mal in Ruhe. Ja, ja, ich sag's noch, wir lassen die mal in Ruhe. Okay. Und von der... So. So, jetzt gucken wir wieder auf die Karte. Und wir müssen hier nach Norden. Jawohl, hier nach Norden. Und dann hier oben dann nochmal ein bisschen rum. Ja. Sind noch ein paar Satium. Noch ein paar Satium. Erze da. Sind Hitzesignaturen, wahrscheinlich Cyrex, die ich dann großflächig umfliegen sollte. Mhm. Okay, sind die da drin? Okay. Kanonendrohne, da fliegen wir mal schön außen rum. So. Und jetzt wieder Richtung Norden. Wir gucken auf die Karte. Ja, wir sind soweit richtig. Okay, da ist noch eine Siedlung von denen. Ah, die Radarsignatur lassen wir mal. Okay, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Okay. Und... Ah. Okay, die Radarsignatur gucken wir uns an. Wir schauen mal, ist die in dem Gebiet? Ne, es könnte schon außerhalb sein. Okay, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das
Cyrex Battlement, okay. Da ist auch noch ein Point of Interest. Eisenerz. So. Wir nähern uns der Drohne von hinten. Na los, schieß. Hallo? Warum schießen meine Geschütze nicht? Okay, dann lassen wir die hinter uns zurück. Oh, da liegt was im Wasser. Ein abandoned Bunker unter Wasser. Nee, nicht unter Wasser. Uiuiui. Okay. F5. 1 und wir demontieren nicht, sondern wir reparieren. Ich hab doch Schüsse abgekriegt. Okay. Okay, wir steigen ein. Okay. So. Okay, reparieren geht anscheinend mit der Drohne nicht. Warum auch immer. Oh, ich habe den Bohrer verloren. Okay, das heißt, wir müssen wiederkommen, Leute. Ja, wir müssen wiederkommen. Okay, wir steigen ein. Und dann fliegen wir hier mal niedrig von dem Teil weg. Damit uns das nicht erwischt. Und dann ziehen wir hoch. So. Okay. Und geben hier Gas raus aus der Atmosphäre. Ja, das Ding braucht bessere... Braucht bessere Thruster. Oder es wird halt gleich das große Schiff. Jetzt wissen wir ja, wo es Satium gibt. Mhm. Okay, das heißt auch, wir werden die Monde hier nicht mehr besuchen. Sondern wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. So. Okay, wo waren wir denn hier? Waren wir hier auf Gaia? Glaube ja. Ziel erfassen. Raus. Ah, nee, Gaia ist es nicht. Das heißt... Es müsste hier drüben dann sein. Alpha. Ziel erfassen. Nee. War genau die falsche Richtung. Das heißt, es war... Haven. Haven ist es. Okay. Jawohl. Was? Die Waffen sind eingefahren?
Okay. Tja, Leute, dann haben wir hier gerade einen Ausflug gemacht, der nicht so sinnvoll war. Gut, dann geht's hier wieder zurück. Dann geht's hier einfach wieder ganz klar zurück. Okay, wir sind schon bei 0,5 Rad, die wir haben. Ja, eine Dusche wäre mal fein. Okay, wir gucken nochmal. Da ist der Abandoned Bunker. Dann... So. Das müsste von hier aus Nordwesten sein. Sind wir hier richtig? So. So. Da ist er. Okay, da schießt das Ding schon auf Dinge. Au, 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 au. Au, au, au. Okay, ich werde hier wirklich von allen Seiten beschossen. Gut, das, ziehen wir so nicht durch. Da ist eine Hitzesignatur, dann gehen wir dahin. Okay. Beziehungsweise, jetzt können wir mal... Okay, auf was schießt du denn? Wir sind so weit weg. Okay. Höhe. Ein bisschen höher. So. Wir nehmen den Reparaturstrahl. Okay. So. Hier alles schön. Ah ja, okay. Da war ein bisschen was kaputt. Okay, da haben wir gut von unten kassiert. Okay, und dann steigen wir erstmal wieder ein. So. Gucken wir uns mal die Hitzesignaturen. Oh, das könnte ein Schiffsteil sein. Nur mal ganz kurz hier auf die Karte. Da sind noch Teile. Da könnten wir auch nochmal hinfliegen. Ja, aber jetzt gucken wir uns erstmal das gecrashte Teil an. Mhm. Okay. 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 Was ist ein Schwerkraftgenerator? Okay. Okay, das Ding hat keinen. Okay, dann nehmen wir doch hier direkt mal die Tür raus. Gucken uns hier mal um. Okay, geht's hier runter? Ja, tut es. Jetzt hat er Automatiktür, okay. So. Dann geht's hier wieder. Ja, an der Tür hängen geblieben. Okay. Undelivered Cargo, sehr schön. Das gibt wieder Pünktchen bei einer Fraktion.
So. Können wir auch alles mitnehmen, euch auch. Was ist hier noch? Hier ist nichts. Können wir euch hier noch mit rausnehmen? Alter, krass, wie groß das Schiff gewesen sein muss. Okay, das gibt nur Stahlplatten. Ja, ich könnte hier mal auf das Schiffsinventar zugreifen. So. Genau, den mechanischen Bohrer. So. Oh ja, ist egal. Okay. Dann ziehen wir jetzt mal den mechanischen Bohrer hier rein. Box. Du gehst bitte hier hin. So. Dann gucken wir mal, ne? So. Rohstoffabbau, genau. Okay, da sind zumindest noch mehr Sauerstoffteile. Okay, geht das schneller, wenn man... Ja, ich glaube, ich muss mal einen cooleren Bohrer bauen. Okay, dann nehmen wir das Ding hier, nehmen den hier raus. Okay, wir gehen mal ganz kurz nach hier vorne. Da war ja noch der Aufzug. Da war ja noch der Aufzug. Hui, genau. So. In die Richtung. Ah, ne, da geht's nur raus. Und da geht's nur raus. Ja, okay. Nehmen wir jetzt mal hier den Bohrer. Und gucken mal. Ja, es geht weiter runter. So. Okay, es geht noch weiter runter. Sind da zumindest keine Türen drin. Aber irgendwo muss man hier ja rauskommen. Ja, da kommen wir raus. Ja. Wir gucken mal. Ah, ein Labortisch. Antistrahlungssalbe. Okay, wir gucken mal, was macht denn die Antistrahlungssalbe? Halt, da ist sie. So. Radiation Burn, Strahlungsverbrennungen. Ja, aber meine Radiation kann ich damit nicht runtermachen. Ah, da ist eine Medizinstation, okay. Okay, das scheint die Medbay zu sein. Okay, okay, okay. Ja, Leute. Ich werde mich hier drin mal noch ein bisschen umgucken. Ihr seht's ja schon, ich hab nicht mehr viel Bohrerladungen.
Ach, das sind Glasscheiben. Ah, okay. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.